So, willkommen zurück zu The Witcher. Wie angekündigt, bin ich schon mal bis zur Höhle gerannt. Bin da zwischendurch sogar auf dieses Monster, von dem ich in der letzten Folge geredet hatte, diesem Wolf, der eine Trophäe für den Jäger abwirft, gestoßen und hab den mal eben fix umgenietet. Gab dann auch eine neue Quest. Hier, weißer Fangzahn, das war sie. Also ich muss den Beweis für den Tod des Wolfs zum königlichen Jägersmann bringen und eine Belohnung verlangen. Das können wir machen, wenn wir wieder in Vizima sind. Vielleicht auch schon nach dieser Folge, muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal hier durch die Höhle auf der Suche nach dem Pilz für den Hydrophanten. So. Ja, ist dunkel, würde ich mal sagen. Schmeißen wir uns einen Katzentrank ein, damit wir auch was sehen. Und dann legen wir mal los. Soll ja hier von Gorgonen, Gorgos, nur so wimmeln. Meinte zumindest der Druide. Wird schon was dran sein, also bin ich mal gespannt. Wir laufen einfach mal. Ich denke mal, der Pilz wird nicht gleich am Anfang sein, sondern wir müssen bestimmt ein ganzes Stück laufen. Na, da hinten sieht man doch schon was. Ja, Gorgo, Gorgo, gleich drei Stück. Vielleicht kommen auch noch mehr, wir werden es sehen. Die normalen Pilze hier, die sammeln wir natürlich auch ein. Da kommt die erste. Oh, gleich zwei. Ah, das klappt gut. Mit dem Art betäubt sind wir die erste gleich los. Und die zweite hinterher. Das war doch super. Wenn ich bedenke, wie wir da Anfang Kapitel 2 in der Kloake ganz schön zu kämpfen hatten, um die eine Gorgon aus der Latschen zu hauen, das ist doch schon jetzt hier fast wie Kindergeburtstag. Da hinten sehe ich doch schon die dritte. Mal vorher hier nochmal in den Sarg gleich gucken. Eigentlich waren wir ja schon mal hier. Ja, auch nichts Neues drinne. Aber hätte ja sein können. So, hier ist dann noch dieser Steinkreis. Oder wie heißt das? Kreis der hängenden Steine, genau. Hier haben wir ja das Quent-Zeichen bekommen. Schnell die nächste Gorgo. Zack. Ja, die droppen auch immer Federn. Und die sind, glaube ich, für die eine Quest, die es an der Anschlagtafel gab. Sollen wir irgendwie. Oh, da ist schon die nächste. Lässt mich gar nicht ausreden. Hey, hey, hey. Oh, gleich zwei. Scheiße. Und keine Ausdauer mehr. Ah. Für die eine hat es noch gereicht. Ah, okay. Gut. Aber bei dieser hat es nicht funktioniert. Müssen wir mal kämpfen. Auch egal, solange es bloß eine ist, sollte das hinhauen. Ja, aber kämpfen, richtig kämpfen, dauert schon deutlich länger. So. Haben wir das Ganze mal beschleunigt hier wieder mit dem Art. Wunderbare Kombination. Ich weiß gar nicht, wie viele Federn brauchen wir. Ah, okay, fünf Stück waren's. Gorgo-Vertrag. Muss ich also die Federn zum Schreiber in Vizima bringen? Ja, mal gucken. Wo wir den finden, weiß ich im Moment gar nicht. Okay, das Quent-Zeichen ist jetzt 50% stärker für eine gewisse Zeit. Aber ich denke, das Quent benutzen wir hier auch gar nicht. Map natürlich zeigt dir überhaupt nichts an, aber da hinten die weitere Gorgo ist, denke ich mal, dass wir hier lang müssen. Wusch. So geht das doch fix. Nächsten Pilze. Leider nicht die richtigen.
Und da haben wir schon wieder eine. Ja, der Hierophant oder wie der hieß, hat nicht gelogen. Er hat gesagt, es soll hier von Gorgonen nur so wimmeln. Und genau das ist hier auch der Fall. Da unten noch mehr, mindestens zwei. Aber solange die einzeln kommen, sollte das alles machbar sein. Ja, gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Ausdauer ist zu weit runter. Und stirb, du Vieh. So. Oh, unser Life ist aber auch ganz schön zur Neige gegangen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wenn hier wirklich nur noch eine oder zwei sind. Sollten wir keinen Schwalbentrank verschwenden. Dann lieber so betäuben und Todesstoß. So klappt das auch. Ich glaube, eine ist da unten noch irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, zwei sogar noch. Na gut. Hilft nix. Auch die müssen dran glauben. Na, wo rennt die rum? Egal. Stirb du. Alles Mistvieh. Ah, der letzte ist auch schon im Anmarsch. Ich denke, jetzt haben wir sie. Ah, Kahlkopfpilz. Ist das schon der Gesuchte? Questgegenstand, ja. Psilocybin. Das sollten wir holen. Diplomatie und Jagd ist aktualisiert. Also zurück in den Druidenhain heißt es für uns. Natürlich vorher noch die restlichen Pilze einsammeln. Wenn wir schon mal da sind, da liegt auch noch eine Leiche, verstümmelt, bis zum geht nicht mehr. Neuer Paar Ohrens und Feuerstein. Die Fackel müssen wir hier lassen. Und dann können wir uns eigentlich auch schon auf den Rückweg machen. Ging doch relativ fix hier. So gefällt mir das. Ich denke, mehr gibt es hier auch in der Höhle nicht. So. Vorne kommt jetzt gleich der Sarg wieder. Und dann sind wir auch schon fast draußen. Los, Geralt, schneller. So, ich denke mal hier hoch. Ja. Jetzt ist halt die Frage, rennen wir jetzt gleich in den Druidenhain, aber ich glaube, mittlerweile haben wir so viele Quests erfüllt, die wir in Vizima abgeben können, dass wir da vielleicht sogar mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Ich glaube, drei, vier Quests haben wir auf jeden Fall schon. Also mit den Federn, dann halt die Trophäe. Den Ring haben wir ja beim letzten Mal auch gefunden. Ja, ich denke, wir gehen erst nach Vizima. Zum Anlegeplatz ist es ja nicht allzu weit, denn da schnell die Quests abgeben und dann mit dem Teleporter zum Magierturm und von dort aus laufen wir dann das Stückchen noch rüber zum Hain. So ungefähr denke ich mir, das sollte es hinhauen. Ist auch ganz gut, wenn wir die Trophäe schnell wieder loswerden.
Weil 2 trägt Geralt nicht. Und falls wir dieses andere Viech aus Kapitel 3 noch finden, dann ist es halt ganz gut, wenn wir die andere Trophäe schon los sind. Weil sonst schmeißt er eine weg und nimmt nur eine mit. So, hier hinten ist doch die Anlegestelle. Zum Glück keine Gegner, so kann sich unser Life langsam regenerieren. Wo ist denn jetzt der Hast Fährmann, du die bitteschön? Trophäe? Fischer? Nö. Habe ich nicht schon Wie dann auf gehört? die Fähre? Ach da, im Gebüsch da hockt er. Ein Gar neuer nicht zu sehen Kunde? gewesen. Was wollt ihr? Dreimal darfst du raten. Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch Ja, entschieden? sicher. 5 Ohrens, wie immer. Kann's losgehen? Ja, sonst hätte ich nicht bezahlt. Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Los, hopp, hopp. Und wieder eine Bootsfahrt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt in die Stadt kommen, ob der Jägersmann da nachts rumsitzt und dieser Kaufmann, der den Ring haben wollte, sehe ich auch das Problem, dass der vielleicht nicht unbedingt nachts auf dem Deich rumsteht. Aber wir werden es sehen. Ansonsten gehen wir irgendwo meditieren bis zum Morgengrauen oder so. Sollte nicht das größte Problem sein. So, denn fahrt mal hinne hier. Ja, keiner zu sehen hier. Ah, da hinten ein Ertrunkener. Hoffentlich rennt der uns nicht noch hinterher. Aber dieser Kaufmann, der den Ring haben wollte, der steht hier nachts nicht. Na gut. Habe ich mir fast gedacht. Dann mal rein in die City. Ah Mist, jetzt sind wir ja erst im Händler, im Tempelbezirk, Gold ist das nicht wert. müssen aber ins Händlerviertel. Heißt also auch noch ein bisschen laufen. Vielleicht treffen wir ja noch ein paar Salamandra oder Kikimorn-Krieger, Arbeiter. Ich glaube, Kikimorn brauchen wir auch noch 2, 3 Sachen von für den Vertrag. Hab da im Sumpf unterwegs auch schon welche getroffen, aber ich glaube, das war außerhalb Bist du der noch Aufnahme. bereit? Und die droppen auch irgend so ein Questgegenstand. Ich weiß noch, was ich sagen Aber sollte. davon habe ich noch nicht genug. So, schnell, schnell, Geralt. Halt zu weit. Da, wo Vincent Mais immer ist, da ist das Tor zum Händlerviertel. Wie ausgestorben hier nachts alles. So. Dann mal noch das letzte Stück gleich laufen. Ja, ich denke mir ja eigentlich, dass der Jägersmann auch nicht nachts da rumsitzen wird. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch Glück. Nun komm schon. Lass uns hier nicht so lange warten. So, da wären wir. Die Wachen sind unterwegs. Ah, irgendwas kam noch da. Ja. Kikimorn Arbeiter. Ihr sterbt. Gut, solange wir von denen noch was brauchen, gar nicht so schlecht, dass die kommen. Aber mit ihrer Säure, oh, da sind gleich 2, machen die doch ganz schön Schaden. Also muss man aufpassen. Nicht zu lange drin stehen bleiben. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ja, die klauen, glaube ich,
sind für den Vertrag. Droppen auch bloß die Arbeiter. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. So, der Jägersmann sollte eigentlich. Oh, da kommt schon der nächste. Mann, hier hat man gar keine Ruhe. Vor den Viechern. Oh, jetzt wird's aber eng mit unserem Life. Schnell mal ein bisschen flitzen gehen hier. Der Jägersmann sollte eigentlich hier sitzen, an dieser Bank, aber. Ja. Nachts halt nicht. Der hat sich irgendwo in eins der Häuser zurückgezogen. Etwas dumm gelaufen. Aber da die Folge eh gleich vorbei ist, ist es auch egal. Gehe ich irgendwo meditieren außerhalb der Aufnahme und dann treffen wir uns hier im Morgengrauen wieder. Dann sollte der hoffentlich da sein. Ah, wieso geht die Karte nicht? Das ist ja komisch. Ich will jetzt auch nicht zu weit hier noch rumlaufen, weil wenn hier neue Arbeiter kommen und die uns mit Säure eindieseln, dann kann hier ganz schnell Ende Gelände sein. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Deswegen würde ich sagen, stellen wir uns hier hinten hin, da wo der Jäger sonst sitzt, und dann machen wir hier auch das Folgenende. Und hier geht es dann in der nächsten Aufnahme weiter. Also bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und bis demnächst dann an dieser Stelle. Bye bye.